Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich muss kurz, wenn ich schon hier bin, ich muss kurz Maurice streicheln. Oha, und wir haben direkt eine neue Map bekommen. Denn es gab jetzt das Update, den Patch. Wir haben ein neues Ingame-Hard, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Grotus-Brenn-Maps überarbeitet. Wir haben neue Animationen der Survivor. Alles neu. Ich würde gerade sagen, alles neu macht der Mai, aber es ist kein Mai. Die haben korrupte Intervention. Das ist beim Alten geblieben. Irgendwie starten wir. Oh. Die Fäule ist der Killer. Die sehe ich tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen häufiger. Ich spiele irgendwie aber auch gern gegen sie, muss ich dazu sagen. Nur bin ich die Obsession. Ich weiß nicht warum. Aber. Mal zum eigentlich wichtigen Thema. Wir spielen heute die Adept Challenge. Ja, und da wir ein neues HUD haben, fällt mir gerade auf, muss ich den Schriftzug Adept Challenge woanders hinsetzen, weil da oben steht jetzt, wie viele Generatoren wir noch zu machen haben. Oder lasse ich es da oben? Ich weiß es nicht. Ich schaue mir das dann an, wenn ich das Video für YouTube zurecht mache. Wir versuchen eine neue Adept-Challenge und zwar heute mit Feng. Und ich erkläre euch wie immer kurz mal ihre drei einzigartigen Talente. Und zwar hätten wir da Fling. Okay, der Killer hat unsterblich dabei. Wir haben Flink. Flink kennt ihr wahrscheinlich schon von mir, weil ich fast immer mit Flink spiele. Springe ich schnell durch ein Fenster oder über eine Palette, bekomme ich einen Sprintboost. Flink hat mir schon so oft das Leben gerettet. Das, oh, Tüftler? Nee. Das zweite einzigartige Talent von ihr heißt Wachsam. Das ist das, was wir gerade schon gesehen haben. Wenn der Killer etwas tritt, sei es eine Palette, ein Generator oder was anderes, dann sehe ich seine Aura. Ja, das musst du noch mal ein bisschen üben. Weil ich glaube, wenn ich irgendwann die Fäule spiele, ich werde so meine Problemchen haben. So, ich habe mir kurz einen Sprintboost abgeholt. Er will trotzdem weiterhin mich. Er will mich. Nein! 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 Nein. Okay. Wachsam hatte ich, glaube ich, fertig erklärt. Und das dritte Perk von Feng ist Technikerin. Wenn ich einen Skillcheck am Generator faile, wird die Explosion unterdrückt. Allerdings gibt es einen zusätzlichen Fortschrittsrückgang von 4%. Also bei einem gefailten Skillcheck geht ja sowieso der Generator ein Stückchen zurück. Und da kommen zusätzliche 4% obendrauf. Allerdings wird die Explosion unterdrückt und der Killer bekommt es halt nicht angezeigt, dass ich da failed habe. Warum kriegt die da über die Map? Warum kriegt sie? Es wird jetzt aber auch Zeit. Wo wir schon wieder Herzschlag hatten hier. Es hat schon dreimal geknallt. Es gab drei brennende Totems bisher. Ich weiß nicht, wurde unsterblich noch nicht geändert? Oder was hat er hier alles für Totems mit dabei gehabt? Ich gehe von aus, er hat Ruine und unsterblich. Wir schauen mal. Nach der Runde. Was seine Perks waren. Ich hoffe, da hinten geht jemand retten. Ich mach mal einen Generator. Ich mach keinen Generator. Oh.
Was wurde gerettet? Ich muss sagen, in der Kapelle gefallen mir die Fenster jetzt so sehr. Die Fenster. Die Glocke, die hängt da in der Wand. Ich weiß gar nicht, war das vorher auch so? Und ich finde es übrigens auch cool, dass die Skillchecks jetzt so ein bisschen dunkleren Hintergrund haben. Gerade auf Ormond ist das, glaube ich, richtig gut. Weil da hat man die Skillchecks, um Himmels Willen, teilweise überhaupt nicht gesehen auf dem Schnee. Warum so campy? Ach, schade. Schade, schade, schade. Eine Chance weniger hier rauszukommen lebend. Sehen, ob ich den durchziehen kann. Ich muss noch 3 Generatoren machen. Ach, noch 2. Gleich nur noch einer. Aber das Gute ist, wenn meine Mates die Totems machen, ist die Wahrscheinlichkeit für Nöd ein bisschen geringer. Aha, und wir wissen, wo die Luke ist. Wir wissen, wo die Luke ist. Hier da hinten scheint ein Generator zu sein. Wenn wir Glück haben, haben wir die jetzt gut verteilt. So, letzter Generator. Wir können auch alle nochmal hängen. Die andere Fang kann sogar noch 2-mal hängen. Ich bin der Meinung, wenn er jetzt liegen sollte und hängen, sollte die andere Fang retten gehen. Ich habe auch keine geliehene Zeit oder so. Aber der macht das schon. Gut. Er machte das schon. Wenn er Barbecue hat, könnte ich mir vorstellen, er kommt hier hinter. Obwohl, vielleicht sieht er mich auch nicht. Wo ist die andere Fang? Wichtige Frage. Ich glaube, die war da hinten am Gen. Die Luke ist an der Shack. Wir uns merken. Ich versuche zu retten. Mist. Wo waren die Ausgänge? Ich habe nicht aufgepasst. Tut mir echt leid für ihn, ne? Aber wenn die Fang vielleicht einen Ausgang aufmacht und rausgeht. Oh. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja,
Hängt er sie denn nun? Jetzt runter? Moment. Er kommt. Kommt sie runter? Sie ist runter! Sie ist runtergesprungen! Weiß sie, wo die Luke ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott, weiß sie, wo die Luke ist? Ich glaube nicht, oder? Doch, sie weiß, wo die Luke ist! Links! Es war so gut, dass ich bis zur letzten Sekunde gewartet habe. Da konnte sie noch runterspringen. Oh mein Gott. Oh. GG. Aber ich wollte kurz gucken. Ja. Unsterblich, Ruin und aufgezehrte Hoffnung. Stimmt, und korrupte Intervention wussten wir vom Anfang. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viele Punkte gemacht. Aber ich habe auch gehört, dass das hier teilweise verbuggt ist. Ja, gut. Das Spiel sagt, mach Schluss mit der Folge. Ich mach Schluss mit der Folge. Wir sehen uns nächste Runde sehr gern wieder. Wir haben die Adept Challenge mit Yui geschafft. Mit Feng, nicht mit Yui. Wir haben sie mit Feng geschafft. Wir können wieder ein Häkchen setzen. Und wir sehen uns dann quasi nächste Folge gerne wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.